Hallo und herzlich willkommen zum Virtual Networking bei Gründerwettbewerb, heute mit Signals. Ich bin Zoe Beckwert, ich bin vom Gründerwettbewerb, ich moderiere heute wieder und ich begrüße ganz herzlich unseren Gast für heute, Saskia Sefranek. Sie ist Co-Lead und Director bei Signals und wird heute Signals ja für uns präsentieren. Freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. So, bevor es. Ja, sehr gerne, wunderbar. Bevor es losgeht, wieder ein paar technische Hinweise für die von euch, die heute das erste Mal dabei sind. Heute sollt ihr natürlich auch eure Fragen stellen können. Das könnt ihr schon während der Präsentation von Saskia mit der Chatfunktion machen. Die Chatfunktion findet ihr, wenn ihr das Webinar-Tool im rechten oberen Bereich ausklappt und im Bereich Chat oder Fragen eure Frage eingibt. Und nach der Präsentation würde ich die Fragen dann quasi an Saskia stellen und sie wird die beantworten. Ihr könnt aber natürlich auch sehr, sehr gerne selbst eure Frage verbal stellen. Dafür auf dieses Handhebesymbol klicken, was ihr hier auch rechts sehen könnt. Das sehe ich dann. Dann stellen wir euer Mikrofon frei. Dann müsst ihr ganz kurz ein paar Sekündchen warten. Da spricht eine Stimme zu euch und sagt, dass die Stummschaltung nun aufgehoben wird. Und dann könnt ihr ganz in Ruhe eure Frage selber stellen. Ein Hinweis noch, das Webinar wird gerade aufgenommen. Wenn ihr nicht namentlich genannt werden wollen solltet, dann bitte jetzt einfach in den Chat schreiben, dann weiß ich auch Bescheid. Falls ihr irgendwo anders hinklickt und das Webinar-Tool nicht mehr seht, dann bitte einfach unten auf das Symbol, auf das bunte Go-to-Webinar-Blümchen klicken, dann seid ihr wieder bei uns. Und falls ihr die Folie nicht komplett sehen solltet, dann bitte einfach einmal in den Vollbildmodus wechseln. Sollte es wieder erwarten zu einer Serverüberlastung des Anbieters kommen, dann würden wir das Webinar neu starten. Das heißt also, wenn ihr 1 bis 2 Minuten kein Bild, kein Ton habt und merkt, gerade läuft richtig was schief, dann sagen wir aber auch im Chat Bescheid, schließen alles und dann müsstet ihr euch bitte einmal ganz neu wieder einloggen über den Link, über den ihr jetzt auch reingekommen seid. Aber wir sind da mal ganz optimistisch, dass das nicht passieren sollte. Ja, das war es auch schon an technischen Hinweisen von mir. Ich übergebe dann gleich an Saskia, die wird Signals vorstellen und dabei auf das Pre-Seed-Programm und Signals Venture Capital sowie den Signals Startup Client eingehen. Und genau im Anschluss, wie gesagt, dann die Q&A-Session. Ja, damit übergebe ich auch schon an dich, Saskia. Sehr, sehr gut. So, jetzt werde ich hier gebeten, meinen Bildschirm zu übertragen. Ich hoffe, das seht ihr jetzt auch alle. Ja, also nochmal, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, jetzt hier dabei zu sein. Ist tatsächlich mein erstes Webinar, wo ich dran teilnehme. Sicherlich auch ein bisschen ungewohnt, wenn man da so ein bisschen in der One-Way-Kommunikation unterwegs ist. Deshalb freue ich mich umso mehr, wenn wir hinten raus in der Q&A auch nochmal ein bisschen in die Interaktion kommen können und ihr auch ein paar Fragen stellt. Genau, also wie eingangs von Zoe eingeleitet, ich bin Saskia, ich bin bei Signals Co-Lead und Director, bin seit 2 Jahren dabei, habe da initial das Pre-Seed-Programm aufgebaut, also was, womit ich mich auch immer noch natürlich sehr gern beschäftige, auch wenn mittlerweile mein Blick auch ein bisschen breiter geworden ist und ich euch heute natürlich auch alle unsere Initiativen einmal vorstellen möchte, damit ihr vielleicht auch ein bisschen davon lernen könnt, was bei uns so geht, aber vielleicht auch für euch hinterfragen könnt, ob das eine oder andere für euch relevant sein könnte. Bevor wir starten, wollten wir nochmal eine kleine Umfrage stellen. Carlo, vielleicht wärst du so lieb und würdest dich einmal einblenden. Und zwar, weil das hier so ein bisschen One Way ist, wollte ich doch einmal wissen von euch, in welchem Stadion ihr eigentlich so seid, ob ihr jetzt gerade also Finanzierung sucht und wenn ja, in welcher Runde eigentlich oder ob ihr vielleicht sagt, nö, eigentlich brauche ich gar keine Finanzierung. Vielleicht kann man das gerade so ein bisschen mitlaufen lassen Gib es und mir ihr. eine Sekunde. Hier gab es gerade ein kleines technisches Problem. Deswegen ist die Okay. Umfrage aufgetaucht und gleich wieder geschlossen. Ich würde sie ganz kurz einmal, gib mir eine Minute und dann kommt sie gleich. Okay, super. Genau, also die Idee ist auch tatsächlich einfach mal, dass ich aber vielleicht auch eher eine Runde Transparenz habt, in welcher Phase sich hier eigentlich so die Teilnehmer gerade befinden. Und vielleicht kann ich dann auch so ein bisschen darauf eingehen, wo ich dann Schwerpunkte setze, gerade was so die Investmentthemen bei uns betrifft. Ich würde trotzdem einfach mal weiter erzählen, bis hier was kommt. Also wie gesagt, wir wollen ja heute die
Initiativen von Signals beleuchten, denn das Besondere bei Signals ist, wir verstehen uns als Innovationsökosystem, wo eben verschiedenste Aspekte und Initiativen zusammenkommen. Also Partnerschaftsthemen auf der einen und aber auch Investment-Themen auf der anderen Seite. So als großen Rahmen muss man sicherlich nochmal erwähnen, dass wir zur Signal Iduna gehören, also das Innovationsökosystem der Signal Iduna sind. Was ist das? Das ist eine große deutsche Versicherung, 100 Jahre alt, 6 Milliarden Euro an Beitragseinnahmen, also sicherlich ein Schwergewicht, also im deutschen Versicherungskontext. Das Schöne an Signals ist aber, dass wir in vielerlei Hinsicht da sehr unabhängig auch vom Kerngeschäft agieren. Ach, jetzt kommt die Unfrage. Super. Also gerne alle ganz schnell beantworten. Genau, also dass wir alle auch unabhängig von Signal Iduna agieren, tatsächlich auch bei Signals. Jetzt niemand arbeitet, der irgendwie aus dem Versicherungsgeschäft kommt oder sogar so aus dem richtigen Corporate-Umfeld. Also wir sind alles eher Vollblut-Startup-Leute, Gründer und Investoren und können da, glaube ich, auch eben entsprechende bestimmte Sichtweisen mit einbringen. So, jetzt haben wir auch schon die Antwort. Top, okay, wow. Also circa ein Drittel verteilt auf Pre-Seed-Funding, Seed-Funding und Series-A-Funding, aber auf jeden Fall Schwerpunkt auf der richtigen Early-Early-Stage. Und keiner sagt, dass er kein Funding benötigt. Super, also alle interessiert an Venture-Kapital. Das ist ja schon mal super. Vielen, vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt und danke, Carlo, dass das geklappt hat. Cool. Okay, also nun zu den vier Initiativen. Also auf der einen Seite haben wir hier mit den Signals Open Studios ein Coworking Space, wo wir natürlich selber einmal sitzen als Signals und Signals VC Team, aber auch Plätze für Startups und Freelancer zur Verfügung haben. Tatsächlich in Vor-Corona-Zeiten auch einiges an Events gemacht haben, so im Startup-Ökosystem und tatsächlich da seit Corona auch ein Stück weit uns hinterfragen und innovieren und überlegen, wie wir ein paar von diesen Formaten vielleicht auch remote durchführen können, so wie das Format heute sicherlich auch von eurer Seite aus. Da erzähle ich hinten raus noch mal ein bisschen was dazu, was wir so auf Eventseite geplant haben. Dann der zweite Bucket hier in blau, das ist der Signals Startup Client. Das ist unser Partnerschaftsvehikel. Also das ist das, wo wir wirklich dann die Brücke bauen zwischen Startups zur Signal Iduna und im besten Fall einen Fast Track für Startups in die Signal Iduna bereitstellen und so zwischen diesen beiden Welten auch irgendwie mediieren oder vermitteln. So, und dann auf der rechten Seite seht ihr die Investmentaktivitäten und das haben wir, wenn man so will, ein Stück weit nach Phase aufgeteilt. Also eben erst das Signals Pre-Seed-Programm, wo wir wirklich in der ganz frühen Phase reingehen und Gründer unterstützen, aber eben auch investieren. Das ist eine Phase nach Ausgründung. Es gibt schon einen ersten Prototypen, erste Produktversion und vielleicht so allererste Proofpoints, aber es ist definitiv noch sehr early. Und dann danach greift Signals VC. Signals VC ist ein 100 Mio Euro Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Late Seed, eher so Series A Investments. Ich gehe aber jetzt gleich auch nochmal auf die einzelnen Initiativen ein. Und das Schöne ist natürlich, dadurch, dass wir all diese verschiedenen Initiativen unter einem Haus haben, dass wir da natürlich auch viele Synergien heben können, also sei es zwischen einem Investment und einer Partnerschaft, vielleicht sogar auch noch irgendwie einem Office-Platz und im Event, aber das auf keinen Fall müssen. Also das heißt, es gibt sehr viele Investmentaktivitäten, die wir uns einfach nur als spannendes Investment anschauen, auch wenn da kein Partnerschaftscase drin ist oder Sinn macht. Und auf der anderen Seite gibt es super viele Partnerschaftscases für eine Signal Iduna, in die wir aber gleichzeitig jetzt aus der Venture Capital Brille nicht unbedingt investieren wollen würden. Das heißt, sehr bewusst eben in vier Initiativen getrennt, die alle quasi aus ihrer Brille raus die spannendsten Startups finden und unterstützen. Aber im Zweifelsfall kann man das eben auch zusammendenken. Vielleicht nochmal als weitere Klammer, wofür stehen wir eigentlich? Was ist so unsere Vision, Mission, gerade wenn wir so viele verschiedene Initiativen unter einem Haus haben?
Wir haben das jetzt gerade tatsächlich für uns einmal so runtergeschrieben, und zwar, ich lese es einmal auf Englisch vor. Our mission is to build mutually beneficial bridges that facilitate growth and learning between startups, Signal Iduna and the ecosystem beyond insurance. Also wir verstehen uns hier ganz klar als Brückenbilder zwischen Startups, vielleicht auch einem Corporate-Ökosystem, aber definitiv auch über die Signal Iduna hinaus. Das verstehen wir eben als Ökosystem beyond insurance. Wir gucken uns tatsächlich gar nicht so viele Startups jetzt so direkt im Versicherungsumfeld an, sondern eben gerade an diesen ganzen ja, angrenzenden Themenfeldern. Das können Industrien sein wie Digital Health, wie Mobility, aber das kann auch komplett industrieagnostisch sein, weil es da auch eben sehr, sehr viele spannende Synergien und Win-Win-Situationen für alle Partner geben kann. Genau. Dass ihr mal so ein paar Köpfe noch gesehen habt neben meinem, denn es stehen natürlich noch andere Leute hinter Signals. Also das ist unser Signals-Team. Die Color Codes zeigen so ein bisschen, wer sich so welchem Thema am meisten quasi so ja, zugeordnet fühlt. Hier schwarz umrandet das Pre-Seed-Team, blau umrandet unser Signal-Startup-Client-Team und Freda, die für uns die Open Studios leitet. Das heißt, wenn ihr da Fragen habt in den jeweiligen Themenfeldern, könnt ihr entweder natürlich zu mir kommen nach diesem Webinar oder euch direkt an die Kollegen wenden. Und der Vollständigkeit halber auch nochmal das Signals VC Team. Hier auch nochmal wichtig zu betonen, dass Signals VC sehr bewusst auch als ja, unabhängiger Fonds eben nochmal als eigenständige GmbH strukturiert ist mit der sehr erfahrenen MDs mit Markus Polke und Christian Weniger, die das Signals VC Team auch leiten. So, fangen wir schon mit der ersten Initiative an. Pre-Seed. Ich erinnere noch, 36% von euch suchen nach Pre-Seed-Investment. Vielleicht gibt es da ja ein paar Berührungspunkte. Zum Start wollte ich euch nochmal zeigen, vielleicht so ein bisschen auch so das Wertegerüst, auf dem wir Pre-Seed gestartet haben. Wir sind jetzt von zwei Prämissen ausgegangen. Und zwar, erstens haben wir gesagt, wir wollen hier einen absoluten Founder-First-Approach, also sehr gründerzentriert fahren. Und zweitens, paying it forward. Also auch da im Gründerinteresse nicht erst nehmen und dann geben, sondern im besten Fall andersrum, was ich glaube ich auch daran ausdrückt, wie wir unser Programm und gerade auch das Founder Fellowship strukturiert haben. Und gerade in dieser ganz, ganz frühen Phase finden wir es total wichtig, dass sich Gründer ja einmal sehr genau aussuchen, mit welchem Partner sie zusammenarbeiten wollen, auch auf Investmentseite, um das Venture voranzubringen. Sonst kann das einem natürlich auch sehr schnell passieren, dass schon zu Gründung irgendwie ein Großteil der Anteile an einen Inkubator oder einen Accelerator oder ähnliches verloren gehen, was einem hinten raus natürlich dann auch nochmal eine Menge an Problemen bereiten kann. Nicht immer muss, aber kann in späteren Funding-Phasen. Das ist zum Beispiel was, wovon wir uns auch ganz klar abgrenzen wollen. Das heißt, wie schaut das konkret aus? Pre-Seed heißt für uns, dass wir wirklich eben sehr, sehr early reingehen. Ich habe es eingangs schon gesagt. Also es muss schon ein Gründerteam geben. Also klar, in was investiert man in dieser super frühen Phase? Letzten Endes in das Team. Also das habt ihr mit Sicherheit auch schon sehr, sehr oft gehört. Deshalb investieren wir nicht in Single Founder, sondern wollen schon auch irgendwie ein vollständiges und möglichst komplementäres, starkes Gründerteam sehen. Im besten Fall ist schon ein Produkt in irgendeiner Form market ready. Das kann aber auch noch in einem ja, MVP-Stadion sein. Und vielleicht gibt es so allererste Marktindikatoren und Proofpoints. Sei es irgendwie erste LOIs, POCs, vielleicht sogar schon erste Kunden, teilweise sogar schon erste zahlende Kunden. Aber klar, super früh, deshalb auch meistens noch sehr wenig Traktion zu dem Stadium. Dann haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir Gründer unterstützen können. Einmal über das Founder Fellowship. Damit sind wir letztes Jahr an den Start gegangen. Das ist letzten Endes ein Gründerstipendium.
Da vergeben wir 20.000 Euro in Kombi mit einer dreimonatigen Betreuung. Man kann das jetzt sowas wie ein Accelerator nennen. Wir offerieren in der Zeit auch kostenlosen Office Space bei uns in den Open Studios. Ihr seht hier rechts ein kleines Bild aus den Studios. Und vor allem gehen wir auch über die 3 Monate dann sehr eng ins Sparring mit den Gründern. Und der Clou daran, es ist equity free. Also wir verlangen da eben noch keine Anteile, gerade in der Phase, wo wir sagen, wir wissen noch nicht genau, wo das hingeht. Für beide Seiten. Es ist auch ein Stück weit noch eine, wenn man so will, auch eine beidseitige Due Diligence, immer aber auch mit dem Ziel, im besten Fall danach zu einem Investment oder Pre-Seed Investment zu kommen. Worauf wir uns aber seit diesem Jahr noch stärker fokussieren, sind tatsächlich direkte Pre-Seed Investments. Also das heißt, wir müssen nicht erst über das Founder Fellowship einsteigen, wenn wir ein Team super spannend finden und vielleicht eben schon so diese ersten Marktindikatoren da sind. Dann steigen wir am liebsten auch gleich über einen Pre-Seed Investment ein mit einer Ticketgröße so zwischen 150 bis 150.000 Euro. Meistens machen wir das nicht ganz alleine, also im besten Fall kommt da beispielsweise noch ein Co-Lead oder ein Co-Investor mit dazu. Das können Angel sein, oft sind das aber auch andere Frühphasenfonds, Micro-VCs. Auf was fokussieren wir uns? Wir sind sehr, sehr stark B2B fokussiert, wobei wir so zwei Buckets unterscheiden. Also einmal das Thema SME-Tech. Fragt euch, was ist das eigentlich? Also das sind Startups, die sich an SMEs, also kleine bis mittelgroße Firmen, richten mit ihren Lösungen. Und das können sehr oft, das ist gerade das, was wir jetzt spannend finden und wo wir auch sehen, dass da jetzt vielleicht auch gerade mit Corona irgendwie so ein Ruck durch den Markt geht. Also es können auch fast so ein bisschen ja, konservative, vermeintlich langweilige, so deutsche Mittelstandssegmente sein, ja, oder Mittelstandskunden, angefangen irgendwie mit dem Handwerk, Einzelhandel und Ähnlichem. Das finden wir ganz spannend, wenn da Startups diese Märkte disrupten. Und der zweite Bucket, den wir sehr spannend finden, ist der ganze Bereich B2B Enterprise. Also da geht es eben nicht um kleine bis mittelgroße, sondern eben wirklich um große Kunden, Konzerne. Das können Unternehmen sein wie eine Signal Iduna selber. Also in manchen Fällen kann auch eine Signal Iduna schauen oder prüfen, ob das eine interessante Lösung ist, die man zum Beispiel den Startup-Client nutzt und einkauft. Aber kann auch komplett unabhängig von der Signal Iduna sein und oft sind das eher industrieagnostische Lösungen, die jetzt eben keinen spezifischen Industriefokus haben. Genau. Was ich in Bezug auf SNI vielleicht noch vergessen habe, also warum finden wir das Segment ganz spannend? Also einmal, weil, wie gesagt, wir glauben, dass da jetzt sich gerade auch irgendwie im Markt was tut. Also diese Segmente wirklich jetzt auch digitalisieren müssen. Gerade nochmal einen Push bekommen haben, vielleicht durch diese ganze neue Remote arbeiten. Sonst werden wir einfach aus dem Markt gedrängt. Und gleichzeitig haben wir hier vielleicht an manchen Stellen auch eine Art Unfair Advantage, weil Signal Iduna selber sehr, sehr stark in diesem SMI-Segment ist. Also sehr, sehr viele SMI-Kunden hat eben genau in diesen ganzen vermeintlich trägen Segmenten, also wie eben Handwerker, Bäcker, Einzelhandel, Fleischer, Optiker etc. Und man in manchen Fällen auch gucken kann, ob man das in irgendeiner Form nutzen kann, um den Startups einen besonderen Kundenzugang zu ermöglichen. Also auch da gucken wir, wenn möglich, ob wir da irgendwo so ein Win-Win nutzen können, beziehungsweise Startups irgendwie nochmal über das Netzwerk, was wir bei Signals haben, nochmal extra hebeln können. Wenn ihr es spannend findet, dann geht doch einfach auf hellosignals.com/preseed. Und da findet ihr ein paar mehr Infos und sonst auch ein ja, Bewerbungsformular, wo ihr schon mal Infos und Pitch Deck auch hochladen könnt. Alright. Ach so, genau. Vielleicht noch mal ganz kurz. Was hatten wir eigentlich so letztes Jahr in unserem Fellowship-Portfolio? Also das waren die 5 Startups, die von uns dieses Stipendium, Gründerstipendium bekommen haben. Das waren Themen aus dem Bereich Digital Health, aus dem Bereich PropTech, bis hin zu Mobility, besonders spannend, Meisterwerk,
eben eine Ressourcenplanungssoftware für Handwerksbetriebe und Baubetriebe, in die wir dann auch nach dem Fellowship investiert haben und super spannende Co-Investoren, unter anderem Speed Invest, gewonnen haben. Ja, ein Startup, was sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Und zum Beispiel auch zuletzt Phantasma Labs, ganz was anderes. Da geht es um das Thema autonomes Fahren und die stellen über eine ja, Simulationsplattform im Prinzip Daten zur Verfügung, die genutzt werden können, um Algorithmen für autonomes Fahren zu verbessern oder anzureichern. Und auch die hatten wir im Fellowship-Portfolio und sind gerade dabei, da eine spannende Finanzierungsrunde aufzusetzen. So, das war's zu Pre-Seed. Gehen wir einmal über zum Thema Signals VC, also jetzt die etwas reifere Phase. Also nochmal Signals VC in a nutshell. Sorry übrigens für das ganze Denglisch. Einige Slides auf Deutsch, andere auf Englisch. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und versteht es trotzdem. Genau, also Signals VC ist ein unabhängiger Venture Capital Fonds, fast 100 Millionen Euro, wurde 2017 gestartet, in viele spannende Enterprise-Startups schon investiert, Fokus auf Europa, aber es gibt auch Investments aus den USA beispielsweise. Und hier liegt eben natürlich anders als bei Pre-Seed, dann der Fokus auf den etwas späteren oder reiferen Startups, die also schon irgendwie signifikantere Traktion aufweisen und entweder eine große Seed-Runde, aber meistens eher sogar eine Series A raisen. Und da ist so der Sweet Spot an Investmentgröße 1 bis 5 Millionen Euro. Auch hier mal ein Blick aufs, glaube ich, sehr, sehr spannende Portfolio. Ich werde mal ein paar der Startups besonders nennen, also zum Beispiel Automation Hero, eines der ersten Investments in 2017, Thema, was immer, immer relevanter wird. Da geht es um Process Automation, zum Beispiel im Vertrieb, aber letzten Endes auf sämtliche, in irgendeiner Form auch repetitive Abläufe in Firmen anwendbar. Vielleicht noch Everphone, ein Thema Smartphone as a Service, das tatsächlich sehr, sehr viele große Corporate-Kunden auch schon gewonnen hat. Auch super Gründer, ebenso wie bei Automation Hero. CoachUp, eins der letzten Investments, Coaching-Plattform und jetzt das letzte Investment, Zenloop als Customer Experience Management Lösung. Also eben sehr B2B und Enterprise-lastig. Der eine Outlier, vielleicht haben es ein paar entdeckt, ist hier sicherlich Bird, weil natürlich im Bereich Micromobility oder E-Scooter eher ein B2C-Business, also ist quasi die eine Ausnahme zur Regel. Hier hat Signals VC ursprünglich in Circ, also in einen der großen deutschen Anbieter, investiert, die dann quasi an Bird verkauft haben, sodass wir da mit Signals VC jetzt eben auch in einem amerikanischen Unicorn investiert sind. So, das waren also jetzt die Investment-Initiativen. Jetzt einmal nochmal kurz Mindset Change. Jetzt gehen wir rüber zur Partnerschaftsinitiative, nämlich zum Signals Startup Client. Was ist eigentlich das? Wir haben in den letzten Jahren viele, viele Kooperationen zwischen Startups und Signal Iduna gestartet und auch viele Learnings generiert und für uns schon klar herausgefunden, dass die natürlich immer dann am erfolgreichsten sind, wenn es irgendwo einen sehr, sehr klaren Need, einen sehr klaren Use Case, ein Problem im Kerngeschäft gibt, wo irgendwie auch ein Business Value dahinter steht und wir auch einen klaren Business Owner haben im Kerngeschäft, der Interesse an diesem Thema hat und Bock hat, das zu treiben. Entsprechend haben wir jetzt zu Anfang dieses Jahres unseren Partnerschaftsansatz darauf nochmal zugeschnitten und zugespitzt, dem Venture Client Ansatz folgend, der ursprünglich in der Automobilindustrie ja quasi
vorgedacht worden ist. Das heißt, wir haben jetzt Anfang des Jahres den CM Startup Client gelauncht. Was ist das eigentlich? Letzten Endes ist das eben ein Fast Track in die Signal Iduna für Startups mit dem Ziel, dass Signal Iduna Kunde wird eines Startups. Und wir dafür eben einen klar vorgegebenen Prozess haben, der von Signals begleitet wird, sodass wir hier wirklich in diese Vermittlerrolle gehen können und auf der einen Seite natürlich gucken können, dass die Interessen von Signal Iduna gewahrt werden und auf der anderen Seite aber auch die Interessen des Startups gewahrt sind, weil wir beide Seiten, denke ich, ganz gut verstehen und gleichzeitig auch versuchen, dadurch den Prozess effizienter und schneller zu machen, aber auch zielgerichteter. Also sicherlich ist die Idee, möglichst schnell auch in einen Test zu kommen. Also wenn man merkt, okay, das ist jetzt die richtige Lösung für ein existierendes Problem, dann auch sehr schnell einen POC, also einen Piloten, aufzusetzen. Aber Ziel ist definitiv nicht, möglichst viele Piloten zu starten, sondern im besten Fall aus diesen Piloten dann eben auch langfristige Kundenbeziehungen werden zu lassen. Und diesen zielgerichteten Ansatz, den wollen wir mit dem Signal Startup Client auf jeden Fall unterstützen. Und wie gesagt, der klassische Weg ist, dass tatsächlich Stakeholder aus der Signal Iduna selber, also aus den verschiedenen Fachbereichen, auf uns zukommen und sagen, hey, hier habe ich ein konkretes Problem, ein Use Case, helft mir mal, findet doch mal da die spannendsten Startups und testet die doch mal für uns vor. Es kann aber auch sein, dass sich ein Startup bei uns bewirbt und wir das so spannend finden, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt selber auf die Suche und gucken, ob wir da den richtigen Stakeholder finden, der Lust hat, das mit uns zusammenzutreiben. Für den Fall, dass ihr hier so eine Opportunität seht, könnt ihr euch natürlich da auch sehr gerne für bewerben. Dann geht doch einfach auf singlestartupclient.com. Da findet ihr auch ein paar mehr Infos dazu und vor allem auch ein Bewerbungsformular. Wichtig ist eben hier, dass ihr da auch ganz klar belegen könnt, was denn jetzt eben wirklich der Mehrwert ist für die andere Seite, für Signal Iduna, warum die eure Lösung kaufen sollten. So, hier nochmal ein paar Logos als Beispiele für bisher gelaufene und erfolgreiche Kooperationen. Wie man sieht, sind da einige aus dem Investmentportfolio dabei, aber eben nicht nur. Ich habe mal zwei mitgebracht. Einmal das Thema Automation Hero, weil das eben genau ein Beispiel ist, wie aus dem Investment Case tatsächlich auch ein Partnerschaftscase werden kann. Ich hatte das ja vorhin gesagt, dass das Thema RPA, also Process Automation, wo es unter anderem eben darum geht, im Vertrieb repetitive Arbeiten zu automatisieren, also Daten auch anzureichern, über AI beispielsweise zu erkennen, wo im Kundenstamm eines Vertrieblers es Cross-Selling-Potenziale gibt, kann aber auch angewendet werden in der Dunkelverarbeitung von Schadensclaims in der Versicherung beispielsweise. Und da läuft gerade auch ein sehr, sehr erfolgsversprechender Pilot in der Signal Iduna, der natürlich auch aus einem Investment raus entstanden ist. Also Signal Iduna war tatsächlich einer der, wenn nicht sogar der erste Kunde von Automation Hero. Also auch, glaube ich, ganz wichtig für die Entwicklung des Startups. Und das zweite und letzte Beispiel, was mir natürlich persönlich auch nochmal sehr am Herzen liegt, weil das eben aus dem Pre-Seed-Portfolio auch raus entstanden ist, Meisterwerk, hatte ich vorhin schon angedeutet, auch das Thema Ressourcenplanung im Handwerk. Und hier haben wir jetzt auch gerade eine Partnerschaft oder einen Piloten gestartet, und zwar tatsächlich mit dem Vertrieb oder unter Einbeziehung des Vertriebs der Signal Iduna. Ihr müsst euch vorstellen, so eine Versicherung läuft ja in vielen Fällen eben noch nicht jetzt über Direktabschlüsse online, sondern tatsächlich noch über in großen, großen Teilen über ein tatsächliches Makler-Netzwerk, also wirklich ein Vertrieb im klassischen Sinne. Und das Spannende hier ist, dass eine Signal Iduna tatsächlich einige Zielgruppenagenturen, also Makleragenturen hat, die sich spezifisch nur beispielsweise auf Handwerker fokussieren. Das heißt, die Vertriebler sind natürlich irgendwie sehr, sehr bekannt in dieser Zielgruppe oder haben da sehr, sehr viel Netzwerk
sind oft dann auch per Du mit ihren Kunden und auch wirklich Vertrauenspersonen in vielen Fällen. Und das, was wir jetzt hier gerade testen mit der Kooperation mit Meisterwerk, ist, was passiert eigentlich, wenn so ein Vertriebler, der sonst seinen Kunden, seinen Handwerkskunden Versicherungen verkauft, was passiert eigentlich, wenn der jetzt so ein Meisterwerk, so eine digitale Lösung quasi Huckepack nimmt und den das so als weiteren Mehrwertservice mit anbietet. Ne? Und im besten Fall ist das eben genauso ein Win-Win für beide Seiten, weil für Meisterwerk ein relativ günstiger Kanal, den die sich sonst so gar nicht leisten könnten, also jetzt so einen teuren, aufwendigen Vertrieb aufzubauen. Und auf der anderen Seite für Signal Iduna sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit, sich ein bisschen breiter aufzustellen, als Lösungsanbieter zu positionieren und eben den potenziellen Kunden nicht immer nur mit diesen Versicherungsleistungen, sondern weiteren Mehrwerten quasi auch um die Ecke zu kommen. Also da sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt, wie sich das ausspielt. So, das war es tatsächlich jetzt von den großen Inhalten. Ich habe noch eine allerletzte Slide, auch in Sachen Eigenwerbung, noch mit dabei. Und zwar eine Event-Ankündigung. Ich hatte ja schon erwähnt, wir haben diesen super schönen Office- und Community-Space, Signals Open Studios, wo wir eigentlich lieben gern auch möglichst viele Leute zu einladen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen, gerne eben auch in Form von Events. Da haben wir letztes Jahr die Signals Founders Academy gestartet, also eine Tageskonferenz für Gründer, gerade für Frühphasengründer, wo sehr hands-on Wissen vermittelt wurde, also sowohl in so pragmatischen Workshop-Formaten, aber auch sehr spannende Speaker da waren, beispielsweise Lukas Schkadowski, also Gründer von Serve, sicherlich auch eine Branchengröße, aber auch weitere Gründer, beispielsweise von Share, die so ihre Erfahrungen geteilt haben. So, und das wollen wir dieses Jahr wieder machen, aber irgendwie ist klar, jetzt mit Corona, viele hundert Leute im Space, selbst wenn es theoretisch wieder möglich wäre, irgendwie wollen wir das Risiko doch nicht eingehen und versuchen da jetzt ab diesem Jahr auch nochmal neue Wege zu gehen und diese Veranstaltung tatsächlich auch remote zu holen, also unsere erste digitale Konferenz zu machen. Und die wird erstmalig am 9. September stattfinden, also in ein paar Wochen. Und da könnt ihr euch sehr, sehr gerne auch schon für anmelden. Ihr findet unter Eventbrite, vielleicht auch mit ein bisschen googeln, wenn ihr Signals Founders Academy eingibt, findet ihr auch da einen Anmeldelink, ist auch tatsächlich for free. Also auch da halten wir es mit unseren Werten Founder First und Pay It Forward. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel erzählt und bin tatsächlich auch zu Ende mit meinem Text. Hier noch meine Kontaktdaten, vor allem meine E-Mail-Adresse. Ansonsten könnt ihr mich auch über LinkedIn finden. Aber vor allem freue ich mich jetzt auf eure Fragen. So, damit gebe ich wieder über an Zoe. Super, schon mal vielen Dank für die spannende Präsentation. Total interessant, was ihr so für Initiativen habt. Wir haben auch schon zwei Fragen im Chat. Nochmal an die anderen. Traut euch, stellt Fragen, überlegt euch was, was ihr gern von Saskia wissen wollt. Jetzt ist die Chance. Ich würde mal anfangen mit einer Frage von Chris Dörner. Und zwar wüsste der gerne, was bei euch wichtige Milestones, KPIs sind für ein Seed oder Series A Investment. Als Beispiel hat er jetzt hier Monthly Recurring Revenues, Mindestwert oder Technologiestatus genannt. Ja, genau. Und ich glaube, das ist eben ganz klar was bei uns diese Phasen voneinander unterscheidet. Also wie gesagt, im Bereich Pre-Seed sollte zwar schon ein erstes Produkt vorhanden sein, aber wir haben jetzt noch nicht besonders hohe Ansprüche an Recurring Revenues. Wir wollen halt irgendwie, ihr müsst uns irgendwas an die Hand geben, damit wir ein gutes Gefühl haben, dass da tatsächlich irgendwie was ist, dass da Momentum ist, aus dem ihr was machen könnt, großes Potenzial. Aber natürlich investieren wir viel, viel mehr noch in das Team und in die Vision. Jetzt in den etwas späteren Phasen, also gerade ab Series A, da ist ziemlich klar, da muss schon eine relativ solide Technologiebasis vorhanden sein. Auch in irgendeiner Form eine eigene Art von IP sicherlich. Und was meinen wir mit substanzielle Umsätze?
Ah, das ist, lässt sich so der VC immer unfassbar ungern drauf festnageln. Aber natürlich gibt es da irgendwie auch so gewisse Referenzwerte, die, glaube ich, branchenüblich sind, ne? Also es macht schon Sinn, dass ihr hoch fünfstellige monatliche Umsätze, wenn nicht sogar mehr, schon irgendwo auch aufzeigen könnt, damit es wirklich Series A fundable ist. Cool, danke schön. Und dann wüsste Chris auch gern gleich noch, ob ihr immer gern der Lead-Investor seid oder ob es für euch auch vorstellbar ist, ja, nicht Lead-Investor zu sein. Genau, also da sind wir tatsächlich flexibel. Auch da kann man so ein bisschen zwischen den Phasen differenzieren. Also bei Pre-Seed gehen wir sehr gerne auch einfach als Co-Investor mit rein. Das kann eben zum Beispiel in so einer Early Seed sein, dass wir dann da eben eins, was ich denn, das zweite oder teilweise auch nur das drittgrößte Ticket machen. Aber man vielleicht im besten Fall dann in einer späteren Phase nochmal weiter mit aufbaut. Wir gehen da aber sehr gerne auch in den Co-Lead, wenn es eine kleinere Runde ist oder eine Pre-Seed-Runde ist. Für die Series A Investments gehen wir durchaus sehr gerne in den Lead, aber es ist für uns in einer spannenden Runde mit spannenden Co-Investoren also auf gar keinen Fall ein Dealbreaker, wenn es dann einen anderen starken Lead gibt. Danke. Dann haben wir eine Frage von Florian Duballa. Der hat sich tatsächlich schon fürs Startup-Client-Programm beworben und wartet jetzt sehnsüchtig auf Rückmeldung und wollte einmal fragen, was hier so das Zeitfenster ist, bis er denn was hört von euch. Gleich kalt erwischt, sehr gut. Hi Florian. Das ist eine super Frage. Ich gebe das direkt zurück weiter ans Startup-Client-Team. Ich hatte das ja gezeigt. Also der klassische Weg für die Startup-Client-Cases ist wirklich, wir haben ein konkretes Problem im Kerngeschäft identifiziert und suchen dann nach Startups. Und da kann das dann tatsächlich relativ fix gehen, ne? Weil wir dann halt sehen, da ist schon das Interesse da. Und wir können da wirklich auch andocken an einem Momentum auch im Kerngeschäft. Wenn jetzt eben eher von Außenthemen an uns herangetragen werden, dann hängt es eben sehr, sehr stark davon ab, ob wir entweder schon wissen, dass es da konkretes Interesse gibt, oder ob wir jemanden gefunden haben, mit dem wir das sparen können. Das kann ich jetzt in deinem Case oder euren Case nicht einschätzen. Aber davon hängt es ab, ob wir da relativ zügig ja auch weitermachen können. Aber Ziel sollte eigentlich immer sein, dass wir innerhalb von wenigen Wochen zumindest ein Feedback geben können, ob es irgendwie was ist oder ob wir da gerade nicht zu aussagekräftig sind. Und wenn das noch nicht passiert ist, dann tut mir das total leid, gebe ich direkt zurück ins Team und wir melden uns bei dir. Alles klar. Florian sagt danke. Gut. Dann haben wir eine Frage von Julia Scheiß mal Pommes. gerade mal auf. Florian Dübeler war der Name. Genau, da war die Frage von Julia Vollendorf, ob ihr Interesse an Startups habt, die B2B-Software für SMEs bauen im Bereich Corporate Social Responsibility und Sustainability. Klar, schick gerne rüber. Also wie gesagt, entweder einfach bei hellosignals.com/preseed über unser Typeform, also das Bewerbungsformular, die Infos eingeben. Das ist natürlich immer ein guter Weg für uns, weil da so alle wichtigen Informationen einfach schon mal abgefragt werden und du machst Pitch Deck. Aber alternativ kannst du dich auch gern auf unser Webinar heute beziehen und mir einfach an saskia@hellosignals.com eine E-Mail mit dem Deck und weiteren Infos schicken. Super, danke schön. Und was Julia auch gerne noch wissen würde, ist, wie es bei euch gerade zum Corona aussieht, ob die Zahl der Investments davon beeinflusst ist, die ihr aktuell abschließt. Tatsächlich nicht, würde ich sagen. Also das war eigentlich für uns jetzt auch ganz, ganz positiv und spannend zu sehen, dass wir natürlich auch in kurzer Zeit auf der einen Seite umstellen mussten auf einen kompletten Remote-Betrieb, das aber auch sehr, sehr gut konnten. Die Tool-Infrastruktur dafür besteht ja.
Natürlich gab es so einen kurzen Moment, wo wir auch stark erstmal in unser Bestandsportfolio gegangen sind und geschaut haben, okay, wie geht es denen eigentlich? Muss man da irgendwie dem Bestandsportfolio an der einen oder anderen Stelle aushelfen? Glücklicherweise war es in den allermeisten Fällen so, dass die Startups teilweise sogar profitiert haben von Corona, was eben dann in ihrer Zielgruppe, gerade im B2B-Segment, irgendwie auch nochmal so einen Digitalisierungsschub und dann auch, damit auch eine größere Nachfrage mit sich gebracht hat. Das heißt, glücklicherweise hatten wir gar nicht so viel Arbeit im Bestandsportfolio, konnten uns also weiter eben auch auf neue Investments fokussieren. Genau, bei Signal CC wurden in der Zeit zwei Investments und auch nochmal ein Follow-up getätigt. Wir gehen auch jetzt diese Woche nochmal zum Notar und haben auch letzte Woche da nochmal was gemacht. Also das heißt, jetzt bei Pre-Seed, das heißt, wir sind da auf jeden Fall weiter aktiv. Cool, das ist sehr gut zu wissen. Nochmal einen Hinweis an die Teilnehmenden. Die Folien müsstet ihr jetzt eigentlich auch direkt hier im Tool finden. Die würden wir euch hochladen. Dann habt ihr auch nochmal direkt die Kontaktdaten von Saskia, wenn ihr gerne euer Pitch Deck schicken wollt. Von Jörn Philipp Lies kommt jetzt eine Frage, ob ihr denn auch interessiert an MedTech seid und was ihr da so für Erfahrungen und Erwartungen habt. Und er war schon ganz besorgt, weil er gesehen hat, dass auf deiner Beispielfolie das MedTech-Startup das einzige ohne Funding war. Also ich denke mal, er bezieht sich, glaube ich, auch auf Pre-Seed, wenn ich das richtig in Erinnerung habe mit deiner Folie. Genau. Genau, also so der ganze Bereich Digital Health, wenn du das jetzt so meinst mit MedTech, ist für uns natürlich grundsätzlich spannend. Und Signal CC ist beispielsweise auch in MedBell investiert, also quasi eine Art virtuelles Krankenhaus, wenn man so will. Und sicherlich gibt es hier natürlich auch ganz viele Synergien und mögliche Schnittstellen auch zu unserer Mutter. Das heißt, wir finden den Bereich spannend. Was wir aber nicht mehr so viel anschauen, sind B2C-Themen oder D2C-Themen im Bereich Digital Health, weil wir jetzt eben zu Anfang des Jahres auch nochmal sehr stark für uns diesen B2B-Fokus nachgeschärft haben. Genau. Und das eine Thema, was du jetzt aus dem Pre-Seed-Portfolio angesprochen hattest, ist ein super, super spannendes Startup, auch eins, was sich ganz, ganz gut entwickelt, was zu der Zeit aber tatsächlich einfach noch ein bisschen zu früh war auf der einen Seite. Also das war so von den Fellowships, die wir gemacht haben, so das allerfrühste, also gerade wirklich noch so im Gründungszustand. Es gab tatsächlich noch kein Produkt. So die ersten Design Sprints und MVPs haben wir quasi noch gemeinsam entwickelt, auch während des Fellowships, auch super spannende Phase. Da ging es jetzt dann danach erstmal darum, da jetzt im Prinzip die Hausaufgaben zu machen und da wirklich ein Produkt und diese erste Traktion auf die Beine zu stellen. Genau, aber das heißt, Digital Health ja, aber eben mit klarem B2B-Fokus. Was wir uns jetzt nicht anschauen, sind so richtig R&D-heavy Themen, ne? Also wenn es jetzt mehr so in Richtung Biotech oder Pharma oder ähnliches geht. Das ist dann für uns eher out of scope. Alles klar. Gut, ich sehe gerade keine Fragen mehr im Chat. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, also stellt gerne noch Fragen, wenn ihr welche habt. In der Zeit kann ich ja mal eine stellen. Genau, also du hattest ja auch ein Beispiel genannt von einem Unternehmen, was von Signals Pre-Seed dann auch quasi übergegangen ist in Signals VC. Habt ihr schon immer so den Hintergedanken, dass alle Pre-Seed Cases dann auch in den VC übergehen oder ist es ein bisschen getrennt? Und vielleicht auch in Bezug darauf, unterstützt ihr eure Pre-Seed-Startups dann auch in den nächsten Finanzierungsrunden, also da weitere Investments zu finden? Ja. Genau. Also nochmal kurze Klarstellung. Das Beispiel, was ich gezeigt hatte, da ging es eher um eine Kombi zwischen Pre-Seed und einem Startup-Client, also aus einem Pre-Seed-Investment auch eine Partnerschaft gemacht, ob wir da und wie wir da mit SVC weiter investieren. Das steht noch in den Sternen. Das können wir dann im Jahr nochmal oder in ein, zwei Jahren nochmal hinterfragen. Aber konkret zu deiner Frage. Also das ist sicherlich Teil der Beauty unseres Ökosystems, ne? Also dass eben auch genau da im allerbesten Fall wir natürlich ja so die gesamte Early Stage Investment Landscape abbilden können. Also
theoretisch schon angefangen mit dem ersten Gründerstipendium, ein Pre-Seed-Investment über einen Seed- und Series A-Ticket. Gleichzeitig haben wir es bewusst so gewählt, dass eben ja, das Pre-Seed-Team und das Signals VC-Team auch eben separate, dedizierte Teams sind, die jeweils für sich auch nochmal neue Investmententscheidungen machen. Das heißt, es wird immer auch nochmal, also es gibt quasi immer nochmal einen extra Gatekeeper, der dann vor der Series A beispielsweise entscheidet, okay, wollen wir damit mit Signals VC weiter finanzieren? Also es ist definitiv jetzt nicht immer klar vorgegeben, aber im besten Fall, wenn sich das Startup super entwickelt und eben auch schon die Vertrauensbasis beidseitig besteht, dann ist das natürlich total wünschenswert. Okay. Und Jörn Philipp Lies nochmal zum Digital Health Thema. Wie gut bzw. eng ist denn die Kooperationsmöglichkeiten mit der Signal Iduna Krankenversicherung im Rahmen von medizinischer KI für Ärzte, also B2B? Genau, das ist auf jeden Fall so eins der Themen, was man dann über den Startup-Client beispielsweise ausloten kann. Genau, also wir sind natürlich auch, also gerade jetzt was dieses Partnerschaftsthema betrifft, sehr, sehr eng im Austausch mit der Krankenversicherung. Es ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Sparte bei uns und bei der Signal Iduna. Und die sind tatsächlich auch da sehr interessiert an spannenden Lösungen, spannenden Kooperationen. Insofern wäre das ein Case, den man sich mal anschauen könnte. Da müsste ich jetzt noch genauer verstehen, was es ist und was der genaue Use Case ist. Aber klar. Cool. Also ich glaube, Jörn Philipp Lies, da kannst du dich gerne mal melden bei Saskia. Dann könnt ihr da nochmal schauen, ob das... Oder im besten Fall, wie das Florian gemacht hat, bei den signalstartupclient.com so. Da die Infos einfach hochladen. Genau, direkt darüber zu gehen. Genau, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen den Ablauf vorstellen, den ihr so habt, wenn man sich jetzt bei euch bewirbt, vielleicht für Pre-Seed oder auch VC. Was sind so die Steps, die da noch so kommen? Wie lange dauert das alles, bis man dann wirklich in eurem Programm aufgenommen wird oder beziehungsweise beim VC dann auch ein Investment bekommt? Ja, genau. Also was sind eigentlich ist es ein ganz klassischer Investmentprozess. Also meistens gibt es erstmal so ein ganz kurzes Screening-Gespräch, irgendwie 20 bis 30 Minuten, nachdem man natürlich einmal irgendwie so sein Pitch-Deck und so rübergeschickt hat und wir das grundsätzlich schon mal interessant finden, gibt es eben dieses allererste kurze Screening-Gespräch, wo sich beide Seiten quasi schon mal beschnuppern und kennenlernen können. Meistens besprechen wir das dann bei uns im Deal-Meeting im größeren Team und entscheiden, ob wir da weiter oder tiefer reingehen wollen, überlegen uns ein paar Fragen. Dann gibt es meistens ein Zweit-, vielleicht auch ein Drittgespräch, wo diese Fragen dann konkreter besprochen werden, Infos angefordert werden, also klassischerweise Finanzplan, vielleicht eine Marktanalyse und erste KPIs, sofern die dann vorhanden sind. Und der Rest hängt dann relativ stark davon ab, klar einmal, ob man weitermachen will, aber vor allem auch, wie dann so das potenzielle Rundenkonstrukt ausschaut. Ne? Also wenn wir es dann machen wollen, gibt es denn dann irgendwie schon interessierte Co-Investoren oder müssen die erst gefunden werden? Also wenn die Runde quasi fast schon steht und wir einfach sagen müssen, yo, dann kann das alles sehr, sehr schnell gehen, können wir uns auch sehr, sehr schnell entscheiden. Wenn wir jetzt, wie im Fall von den Fellowship-Startups, wo wir selber quasi auch mittreibende Kraft waren, so eine Finanzierungsrunde mit zusammenzustellen, auch interessierte Co-Investoren zu finden, dann kann so ein Prozess auch schon mal ein bisschen länger, also auch mehrere Wochen, teilweise Monate dauern, bis man eben da irgendwie ein wirklich spannendes Konsortium tatsächlich zusammen hat. Alles klar. Und worauf achtet ihr dann so besonders bei den Gründern? Gibt es irgendwie so Kriterien, vielleicht auch bei den Teams, die euch besonders wichtig sind? Gibt es irgendwas, womit man euch ganz besonders überzeugen kann? Genau, also sicherlich hilft, wenn die Gründer einfach schon Vorerfahrung und Expertise mitbringen. Also im besten Fall auch schon Startup-Vorerfahrung haben, also schon mal wissen, wie man so ein Startup eigentlich aufbaut und eben auch scaled. Also das ist das, was wir natürlich sehr gerne sehen. Gerne auch gepaart mit Industrie
Erfahrung. In manchen Fällen ist vielleicht dann auch ein Teil des Gründungsteams jemand, der irgendwie genau diesen Execution und Startup Operations Part mitbringt, jemand anderes, der irgendwie ein sehr klare Industrieprofil mitbringt. Das finden wir dann super spannend. Und was anderes, worauf wir achten, gerade in dieser sehr, sehr frühen Phase, ist, wie lernfähig und anpassungsfähig sind eigentlich die Teams, ne? Also das heißt, wenn ihr so ein paar spannende War Stories und Learnings mitbringt, wie ihr irgendwie in kurzer Zeit sehr schnell für euch verschiedene Hypothesen aufgestellt und dann eben sehr zielführend getestet habt, egal ob die jetzt verifiziert oder falsifiziert wurden, das ist immer was, wo wir dann die Ohren aufsperren und sagen, okay, da passiert irgendwie eben schnelles Lernen und Iteration, was in dieser frühen Phase super, super wichtig ist. Cool, das ist ja auch gut zu wissen. Gut, ich sehe jetzt hier keine Fragen mehr. Deswegen denke ich mal, alles ist klar und beantwortet. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du abschließend gern den Gründern auf den Weg geben möchtest? Irgendwelche abschließenden Wörter, bevor wir hier den Wrap-up machen quasi? Nee, erstmal, ja, vielen Dank für die Teilnahme, auch für die guten und regen Fragen. Und ja, also wir freuen uns natürlich, in Kontakt zu kommen, vielleicht dann auch mal irgendwann nicht mehr nur digital. Aber ja, bis dahin, frohes Schaffen und viel Erfolg. Danke dir, Saskia. Gut, bevor uns jetzt alle verlassen, würden wir gerne noch mal wissen, wie euch das Webinar gefallen hat. Da wird jetzt wieder eine Umfrage geschaltet, da könnt ihr einfach abstimmen. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche konkreten Hinweise habt, könnt ihr die mir auch gerne in den Chat schreiben. Da gebe ich euch jetzt ein paar Sekündchen für. Gut, ich denke, das sollte reichen. Können wir eigentlich die Umfrage beenden? Genau, dann vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und viele Fragen gestellt habt. Vielen Dank für den spannenden Input, Saskia. Ist wirklich super interessant. Und ja, damit würde ich mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Nachmittag und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.